Schon ist die Bär geschält. Einen gibt's hier aber noch. Der versteckt sich gern auf dem Geländer da oben. Also auch bloß, die 5 Schuss haben für dich jetzt gereicht, oder was? Jo, tatsächlich, der liegt da oben und ist tot. Krass. M16 for life. Ja. Du hast jetzt nichts liegen lassen, sehr eine Frechheit. Aber du hast was liegen lassen. Aha. Und du? Fucking. Aha. So, bevor wir uns hier weiter mit dem Raum beschäftigen, hier hinten gibt es noch einen Durchgang. Da hole ich jetzt den Schlüssel. So. Na, hier verliert man minimal Energie. Die Energie hat kurz aufgeleuchtet. Das könnt ihr aber auch leider nicht vermeiden. Bei dieser Aktion. Aha. Schlüssel. Raus geht's zum Glück ohne Energieverlust. Ich denke mal, das sollen auch wieder Scherben darstellen. Gut, warum die aufrecht stehen, keine Ahnung. Damit wir schneller sterben, wahrscheinlich. In den Raum komme ich später noch zurück. M16, so. Die Waffe ist natürlich saustark, aber total. Man ist damit total unbeweglich. Das ist halt der große Nachteil an der M16. Sobald die irgendwie springt oder lauft oder so, dann kann die Lara nicht schießen, weil sie wieder neu anlegen müsste zum Zielen. Also die Waffe hat's übelst drauf, aber. Ja. Nur wenn der Gegner weit weg ist und ihr genug Zeit habt, um in Ruhe visieren zu können. Wir sehen hier, was weiß ich, was es ist. Es sieht aus wie ein Spielcasino. Restroom-Schlüssel. So. Da hat sie jetzt hier die Tür geöffnet. Und wir können auf den Knopf drücken. Super, ne? So, der nächste Schläger. Huch, kleiner Lag. Hat's hinter sich. Warum haben wir das gemacht? Hier gibt es ganz viele Schalter. Wir drücken diesen, damit wir im großen Speisesaal, Ballsaal, whatever, da oben durch können. So, der Trick ist jetzt, hier einfach wieder ganz gemütlich zuzumachen. Da wird man später von Gegnern verschont werden, aber das sehen wir dann ja. Das haben sie echt cool gemacht, meiner Meinung nach, wie hier alles auf dem Kopf steht. Also, nicht schlecht. Die Atmosphäre von dem Level stimmt auch. Komische Hintergrundgeräusche, das macht einem Angst. Beklemmend zumindest, verwirrt. Sehr nett gemacht, muss ich echt sagen. Gefällt mir gut. So, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Stockwerk hoch. Ich glaube, das geht nur an dieser Stelle hier, wo es ein bisschen erhöht ist. Können wir uns dann auch hochziehen. Aha. Automatikmuni. Da ist auch sehr schön gemacht, die Treppe, ne? Wunderbar. So. Jetzt. Hier können wir uns durchhangeln. Aber auch nur, weil die Säule schon ein bisschen kaputt ist. Bevor ich es nachher vergesse, ich hol's jetzt lieber gleich. Ach, mein Bildschirm schon. Ah, ich müsste es langsam mal besser wissen. Entschuldigung. So. Ja, ich habe mich jetzt hier rübergezogen und ho, 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 ho.
Der Sprung wird heikel. Denn wenn wir den verkacken, nach da drüben hin, fallen wir in die Stacheln. Das will ich natürlich nicht riskieren. Erstmal einen Speicher setzen. So, herrlich. Und alle App. Jo. Da ist das Objekt unserer Begierde. Aha. Einer von drei Circuit Breaker. Gut, das sind so eine Art Stromunterbrecher. Wir gehen wieder zurück. Der war knapp. Ja. Lara wurde jetzt gerade ein bisschen abgelenkt durch irgendeine unsichtbare Mauer. Schade. Die gute alte Lara. Ja. Wir mögen sie ja alle. Genau. Olle Zippe. So, jetzt natürlich die Frage, wo lande ich hier? Das gefällt mir nicht. Ganz komischer Raum. Ach du Scheiße, ich bin hier. Okay, alles klar. Gottes Willen. Jo, der Raum bringt mir jetzt noch nichts. Da hinten ist auch überall dicht. Das heißt, mir bleibt nur noch diese Tür. Lara. Danke. Leute, hier geht's tief runter. Das heißt, Vorsicht. So. Nächste Kistenrätsel. Auch wieder relativ einfach gehalten. Ein paar Mal ziehen, ein paar Mal schieben. Das war's. Die Kiste müssen wir eigentlich nur hinten rechts in die Ecke bewegen. Damit wir da uns einfach draufstellen können. Ihr seht ja schon den Hebel an der Wand. So schwer ist Tomb Raider 2 gar nicht. So. Einmal den hier machen. Tür ist offen. Und dann können wir hier oben raus. Ja, genau. Lass mich kurz gucken. Okay. Kommt hier einer? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch. Ich glaube, hier kommt ein Schläger. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Huch. Ah! Da ist doch einer. Hab ich's doch gewusst. Shit. Egal, ist ja nichts passiert. Kiste. Hebel. Alles klar. Freundlicherweise liegt hier noch ein Schlüssel rum. Aha. Das finde ich immer gut. Ach so, ja, da ist ja ein bisschen Rohr an der Luft. An der Luft? In der Luft? Um die Luft rum? Gut.
So, Le Tür ist offen. Jetzt lass mich mal kurz. Ja. Ja. Schlüsselloch haben wir hier. Rusty Key. Rostiger Schlüssel. Hier auch wieder vorsichtig runterlassen, Freunde. Also so Stürze kann sie gut wegstecken, die Frau Croft. Das Respekt. So. Ey. Langsam, Lara. Boing. Und nach vorne. So. Warum haben wir das gemacht? Wir müssen die Kiste hier nicht nur einmal, nein, zweimal rausziehen. Und dann steht man vor einer Sackgasse. Das heißt, diese Kiste schieben. So, und jetzt können wir hier auch in diesen Gang. Da geht's wieder ein bisschen runter. Ach nee, die Stelle, die kenne ich ja. Hier kann es auch unter Umständen knapp werden. Deshalb speichern. Denn der Boden ist nämlich nicht nur bröckli. Boah, fuck, Alter. Boah. Starte doch noch früher die Roll-Combo-Attacke hier auf mich. Geht ja mal gar nicht. Da oben lauert auch schon das nächste. Gerade den hier machen. Aber für die Aktion hier werden wir belohnt. Aha. Und zwar mit dem Jade-Drachen. Geil. Das ist natürlich nicht schlecht. Das nimmt man gerne mit. Oh fuck, Alter. Wo kommt der her? Oh nein, willst du mich verarschen? Das ist in diesem Level der Rotz. Oh Gott, das Boot des Grauen. Ey, nee, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Ach, scheiße. Ich muss speichern. Ich dachte echt, es wäre in einem anderen Level. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Das Boot des Grauen. Ja, ich nenne es nicht umsonst das Boot des Grauen. Ihr werdet später sehen, was ich damit meine. Habe ich was ver... Ach so, ja. Hier unten gibt's ja nämlich auch irgendwo... Da ist er. Ein Hebel. Ach nee, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Noch Nebel? Was? Die Tür geht hinter uns zu. Ja. Wie soll ich das erklären? Das ist so eine kleine Falle, also ihr müsst einfach nur hin und her springen.